Nerdster Zuschauer und liebe Nerdster Zuschauerin, ihr fragt euch, wo ich bin. Das ist jetzt mein neues Klo. Das ist quasi die Sprecherkabine beim Kanal 21. Hier hat man ein stilles Örtchen, um seine Geschäfte zu lösen oder zu tätigen. Das klappt ganz gut, aber das möchte ich euch nicht erzählen. Ich klebe an der Wand fest. Ich erzähle euch viel lieber, was wir nämlich diese Woche für euch vorbereitet haben. Das ist nämlich wieder allerhand spannende Sachen, wo ich mir doch schon sagen würde, das lohnt es sich mal anzuschauen. Nämlich, der Toilettentalk kommt ja heute einen Tag später als geplant. Das heißt, einige Sachen sind schon hochgeladen worden. Das wäre dann zum einen der Montagsmusiker mit einer Band, die heißt, muss überlegen, Kak Madafaka, ist sehr interessant, schaut doch mal rein, bei uns auf der Homepage im Musiker-Blog Montagsmusiker vom Malte. Außerdem ist schon die Nerd Arena online gekommen, wir haben Star Fox Assault gespielt, das Gamecube-Spiel, wir konnten uns nicht ganz entscheiden, ob das Spiel gut ist oder nicht, ihr werdet bestimmt so viel Freude haben wie wir, wenn ihr euch das anguckt, wir waren uns da sehr uneinig oder im Grunde schon einig, am Ende seht ihr dann am besten selber. Außerdem kommt heute Abend dann nochmal gegen 18 oder 20 Uhr, waren wir auf der Batman-Premiere im Cineplex in Paderborn. Wir haben nämlich nicht nur viele tolle Zuschauer getroffen, die Batman interessiert sind, sondern auch Batman höchstpersönlich. Was es damit auf sich hat, seht ihr heute, wie gesagt, sagen wir mal 20 Uhr, weil Warner Bros. Meldet sich noch nicht, ob wir die Trailer zeigen dürfen, aber das hat euch gar nicht zu interessieren. Was euch viel mehr zu interessieren hat, ist, dass es Dienstag rasant weitergeht mit unserem Let's Player-Tag. Denn dienstags werden immer zwei Folgen Let's Play hochgeladen, vom Lenny und vom Paddis. Der Lenny spielt um 18 Uhr, spielt der Max Payne 2. Sehr tolles Spiel, er ballert sich natürlich weiter gekonnt durch die Gegend. Und was nicht so gekonnt ist, das macht der Paddis in Splinter Cell. Er ballerte auch hin und wieder, sollte man eigentlich nicht tun. Splinter Cell, das Stealth-Action-Spiel, heute, Dienstag um 13 Uhr. Außerdem hat sich der Thomas damit beschäftigt, dass Deus Ex verfilmt wird. Was da alles auf uns zukommt, ob es schon Infos gibt dazu, das erfahrt ihr ganz entspannt Dienstag bei uns im Filmblog. Mittwoch, ich muss immer den Wochenplan, ne? Das ist gar nicht so schwierig, wie die Woche so vonstatten geht, Mittwoch. Mittwoch gibt es eine Video-Review zu Gotham City Impostors von meiner Wenigkeit. Ich habe das Spiel gespielt, ich bin so ein bisschen im Batman-Fieber, der Film ist draußen und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Was ich von dem Spiel halte und vor allen Dingen, was ihr davon halten könntet, seht ihr am Mittwoch bei uns in der Video-Review. Mittwoch ist ja unser Games-Tag, das heißt, ein Games-Blog darf nicht fehlen. God of War wird vorgestellt von Sascha. Ist vielleicht auch ganz interessant, ist auch schon etwas draußen, aber immerhin noch sehr interessant, darüber etwas zu lesen und zu erfahren. Donnerstag dann ganz gewohnt der Let's Player-Tag, das heißt um 13 Uhr geht es weiter mit Splinter Cell, um 18 Uhr mit Lenny und Max Payne 2. Genau, das wäre alles, wenn da nicht noch der Freitag wäre. Am Freitag gibt es einen Filmblog von Dimi zu dem Film Ted. Ob der Knuddel-Teddy zum Knuddeln ist oder ob der doch nur Blödsinn macht, das erfahrt ihr dann. Ich mache jetzt hier mein Geschäft weiter beim Kanal 21 in der Sprecherkabine und ich sage euch, habt viel Spaß bei unseren Sachen, die wir für euch hochladen und man sieht sich, ne? Bis dann.